Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Xarok. Und zwar heute ein kleines Update. Manche haben schon gesagt, Xarok, deine Maus ist so unglaublich laut. Die Leute haben recht. Meine alte Maus hier von irgendeinem PC, ich weiß gar nicht von welchem, von meinem vorigen PC, das ist ein Acer-PC war das gewesen. Da war diese Maus dabei, die funktioniert heute noch. Also die ist gut. Meine letzte Maus war eine Maus von Hama. Die war wirklich gut gewesen. Die war wirklich super cool gewesen. Ich habe mir die liebe Xialin letztes Jahr zu meinem Geburtstag geschenkt. Aber leider funktioniert sie nicht mehr so ganz richtig. Und zwar das Klicken klickt immer so alle 3-4 Mal nur. Also ganz blöd, sehr ungünstig. Man muss 20 Mal drücken, bevor überhaupt irgendwas passiert. Deswegen neue Maus von Logitech, und zwar Silent Plus nennt sich die, die M330, die ist richtig, richtig mega leise, zeige ich euch gleich noch. Und meine vorige Maus war auch eine Silent Maus, weil die war leise. Ich habe extra für meine Aufnahmen habe ich nämlich eine leise Maus, und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt wieder eine Silent Maus habe und zudem noch kabellos. Und wir haben auch inzwischen wundervolle neue Akkus. Damit hält das dann auch eine Zeit lang. Und das Geile ist, die schaltet sich von alleine ab. Meine vorige Maus hat sich nicht von alleine abgeschalten. Der Akku war ständig leer gewesen. Oder die Batterien, besser gesagt. Akkus waren das ja nicht. Weltweit führender Maushersteller. 10 Meter kabellose Reichweite. Advanced Optical Tracking für flüssige und präzise Abtastung. Das ist cool. Das ist die M330, liebe Leute. Und ich habe sie mir extra blau geholt. Weil ihr wisst ja, meine Farbe ist blau. Xarok ist blau. So, das Coole ist, diese Packung, die kann man so aufmachen. Meistens brauchen wir irgendwie eine heftige Schere oder so. Das geht jetzt so. Voll geil. So, das brauchen wir nicht. Blöde Anleitung. Oh, ist das geil, Leute. Schaut mal. Oh, ich halte sie mal ans Mikro. Die ist so leise, voll geil. Und es scrollert, ist auch leise. Also echt, echt mega geil. Die fühlt sich schon so schwer an. Da sind schon Batterien drin. Aber keine Akkus. So, ich habe mal den Sender. Ein Mikro-Sender. Und da sind fette Batterien drin. Also dicke Batterien. Also bringen mir meine neuen Akkus nix. Leider, leider, leider. So, ja. Genau. Das ist eine optische Maus. Also keine Laser. Also eine Lasermaus, keine optische Maus. So, jetzt. So, dann stecken wir das Ding mal ein. In meinem wundervollen USB-Hub. Aber dann sollte das schon gehen. Schauen wir mal. So, weg mit dir, Alte. Oh, ist das ein Traum. Oh, ist das ein Traum, Leute. Mein Gott. Ich klicke gerade ganz viel. Oh, ist das toll. Wundervoll. Das ist so schön. Das fühlt sich einfach super an. Schön. Ja, ich freue mich sehr über diese Maus. Ich wollte euch einfach nur dran teilhaben lassen, dass das eine tolle Maus ist. Wenn ihr eine leise Maus sucht, dann kann ich euch die Logitech M330 Silent Plus empfehlen. Die liegt auch super in der Hand hier, so mit der Seite hier so, wo man den Daumen hin. Ich habe relativ große Hände und ich finde, obwohl ich so große Hände habe, ist die eigentlich gut, weil die meisten Silent Mäuse sind sehr klein, wirklich sehr klein, also wirklich hier so ungefähr, nur hier so diese Oberfläche hier. Und das ist eigentlich total blöd für große Hände. Ich kann das aber verstehen, weil das wahrscheinlich überwiegend so für Bibliotheken, so stelle ich mir das vor, so leise Mäuse in der Bibliothek, transportabel mit dem Laptop und so, damit man das nicht hört und so und die anderen Leute nicht stört. Ich denke mal, das ist eigentlich der Hauptgrund für eine Silent Maus. Für mich ist eine Silent Maus wichtig wegen meinen Aufnahmen. Wenn ich ein Scrap Mechanic eine Wand anfärbe oder ein Auto anfärbe, dann klingt das so. Und das ist halt jetzt ein Unterschied zu dem hier. Und das ist halt einfach weltbewegend und viele beschweren sich deswegen. Gut, sie beschweren sich nicht unbedingt, aber sie sagen, Xarok, deine Maus ist so laut, man kann sie klicken hören, man kann dich kaum reden hören. Ja, habt ihr recht, deswegen neue Maus. Ich bin so happy. Und diesmal von Logitech. Hoffentlich hält die länger. Ja, dazu auch nochmal vielen großen Dank an Saturn, denn wir haben nämlich leider von der Hammermaus die Quittung versemmelt. Und Saturn hat kulanterweise gesagt, wir machen das so, von diesen Mäusen wurden sowieso nicht so viele verkauft, sie konnten es nachvollziehen, wir wussten das Datum, wann wir sie gekauft haben, weil es ja ein Geburtstagsgeschenk gewesen war, konnten wir eigentlich ziemlich präzise sagen, wann wir die Maus gekauft haben, und an diesem Tag wurde nur diese eine einzige Maus verkauft.
generell wurden von diesen Mäusen nicht so viele verkauft, weil die meisten Leute wollen eine Maus haben, die Klickgeräusche macht, was ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig verstehen kann. Und ja, man hat mal Glück gehabt und Saturn hat dann gesagt, auch ohne Kassenbon passt ja. Geben wir euch das Geld wieder zurück. War nicht viel Geld, wäre jetzt kein Weltuntergang gewesen, aber so hat diese Maus nur noch 7 Euro gekostet. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hätte es euch gefallen, wenn es davon ist, lasst ein Like da. Ihr könnt ja mal schreiben, ich weiß nicht, habt ihr Ideen und Tipps, wie man Mäuse leise kriegt? Das wäre mal interessant, weil ich frage mich immer, wie andere YouTuber das machen oder andere Leute, wie kriegen die ihre Maus und Tastatur leise? Ich frage mich immer bei diesen ganzen YouTubern, Kronk und Paluten und keine Ahnung was, man hört keine Tastatur, keine Maus, gar nichts. Und ich frage mich, wie machen die das? Wie kriegen die das so leise? Hat da jemand vielleicht eine Information darüber? Würde mich mal interessieren. Ich kenne eine Methode, aber die ist recht aufwendig und funktioniert auch nicht so hundertprozentig. Und bei denen hört man ja einfach gar nichts. Xenia hat schon gemeint, vielleicht haben die so einen Kasten, wo man seine Hand reingreift, wo dann die Maus drin ist. Irgendwie so, ich weiß nicht, wie man das in der Schule kennt, so Fühlkasten, wo man das dann die Maus... Das war ein Scherz. Ja, war ein Scherz. Ich weiß, dass das ein Scherz war, aber trotzdem, vielleicht ist das ja so, wer weiß das schon. Keine Ahnung, kann ja möglich sein. Naja, bis zum nächsten Mal. Peace! Lange Rede, kurzer Sinn.